Es war einmal an einem Weihnachtstag in einem Waisenhaus. Auch dort sollte Weihnachten gefeiert werden. Aber welch traurige, welch armselige Stimmung herrschte hier. Nichts war zu sehen von Glanz und Feierlichkeit, nichts von Frohsinn und Glück. Konnte in diesem Waisenhaus überhaupt eine Weihnachtsstimmung aufkommen? Frohe Weihnachten wünsche ich. Juhu, frohe Weihnachten. But what's a year? Now it's here, now it's here, bringing lots of joy and cheer. Tra-la-la-la-la. Während im Waisenhaus alles traurig war, fuhr Sachenerfinder Professor Grumpy spazieren. Christmas comes, but what's a year? Now it's here, now it's here, bringing lots of joy and cheer. Tra-la-la-la-la. Was zum Teufel ist denn hier los? So was, heulende Kinder an Weihnachten. Was kann man da nur tun? Lass mich nachdenken. Ha! Oh nein, nein. Hurra, ich hab's! Ich hab's, ich hab's! Sachenerfinder Professor Grumpy hatte eine ganz tolle Weihnachtsidee für die armen Waisenkinder. Dafür gab es noch sehr viel zu tun. Zuerst einmal machte er aber im ganzen Waisenhaus eine riesige Unordnung. Denn alles konnte er gebrauchen. Beim Unordnungmachen strengte er dann sein Sachenerfindergehirn unheimlich an. Das machte ihm aber wirklich nichts aus, denn Professor Grumpy strengte sein Sachenerfindergehirn immer an. Tag und Nacht, um die tollsten Sachen zu erfinden. Anstrengung kitzelte dann von innen heraus seine Nasenspitze so sehr, dass er beim Erfinden immer sehr viel lachen musste.
Allen ein schönes Weihnachtsfest! Ja, ja! Oh, der Weihnachtsmann! Oh, oh, ist das toll! Und so war es Sachenerfinder Professor Grampy gelungen, die armen Waisenkinder mit einem wunderschönen Weihnachtsfest zu überraschen. Ein Weihnachtsfest, das so wunderschön war, dass sie es in ihrem ganzen Leben nie mehr vergessen würden. Kommt alle hier, kommt hier!